Kocherklemme, Kocherpinzette, vor über 100 Jahren von Theodor Kocher zur Blutstillung erfunden und immer noch im Einsatz, weltweit wie auch hier am Berner Inselspital. Heute verwenden wir sie weniger für die Blutstillung, sondern eben als chirurgisches Instrument, um Gewebe zu packen und festzuhalten. Genau gleich wie wir auch eine Pinzette nach Kocher haben, die eben auch dieses typische scharfen Spitzen hat, wo man eben das Gewebe gut fassen kann. Theodor Kocher, Professor, Wissenschaftler und Starchirurg seiner Zeit. Bekannt für seine Arbeiten zu Kröpfen, also der Vergrößerung der Schilddrüse, damals in der Schweiz aufgrund des Jodmangels in den Alpenböden, weit verbreitet. Kocher stand im Austausch mit führenden Ärzten rund um den Globus. Er habe die Chirurgie sicherer und zugänglicher gemacht, sagt Hubert Steinke vom Institut für Medizingeschichte. Kocher, in vielen Belangen ein Pionier. Er hat die damalige Chirurgie, die sehr blutig war, schnell von einzelnen großen Figuren geprägt, aber auch waghalsig, gefährlich, mit unsicheren Resultaten. Die hat er verwandelt in eine sichere Form des Operierens, wiederholbares, langsames Operieren, aber mit sicheren Resultaten, die dann auch wiederholbar sind. 4 Jahrzehnte blieb Kocher dem Inselspital treu. Was nehmen Chirurgen von heute von ihm mit? Wie er die Probleme angegangen ist, wie er eben wissenschaftlich und mit Vorsicht und mit Bedacht und eben auch seine Tätigkeit zu hinterfragen. Ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte. Auch 100 Jahre nach seinem Tod wirkt Kochers Werk noch nach.